Genau, heute live ohne Intro, aber mit ohne Vorbereitung, wie man so schön sagt. Du bist so ein bisschen heute der Content. Gerne. So, du hast ja so grob die Themen vorgegeben. Ich habe sie oben auch mal hingeschrieben. Wir sind auch auf verschiedenen Qualitätseinstufungen. Ja, also wir können einfach loslegen. Die Leute droppen, glaube ich, bestimmt so und fallen langsam so rein. Wobei, wir sind ja quasi völlig in der falschen Zeit, weil das Uff ja gerade stattfindet. Richtig. Das hat damals, als wir diesen Termin geplant haben, da stand oben in meinem Kalender, stand da so irgendwie HFD-Konferenz, aber ja. Da habe ich noch keine Zeiten geblockt, sondern irgendwie so die Tage, und dann habe ich ja tatsächlich gar nicht mehr so intensiv geachtet. Es ist mir jetzt letzte Woche ist es mir nochmal bewusst geworden. Ja, aber ich hab's dann auch tatsächlich erst in deinem Tweet gesehen, und dann dachte ich so, ja, mit dem HFD können wir es bestimmt aufnehmen. Ja, oder auch nicht. aber willst du die Woche viel reingucken? Also ehrlich gesagt leider gar nicht so viel, weil auch andere Online-Konferenzen und so geplant sind, die auch lange feststehen und wo einfach dieser Termin noch nicht. Also wir haben uns heute zum Beispiel in der AG E-Learning getroffen, sozusagen unserer Uni-Selbsthilfegruppe, die sich mit E-Learning-Digitalisierung der Lehre beschäftigt. Ja. Heute Vormittag, und morgen ist sehr schön, weil wir haben das Peer-to-Peer gewonnen vom HFD. Ach, deswegen habt ihr hier die leichten Drogen, hätte ich jetzt was gesagt, das Bier gewonnen? Genau. Okay, aber was musst du dir da machen? Also man sollte sich eine schöne Begründung ausdenken, warum gerade diese Gruppe oder gerade diese Peers jetzt das Bier verdient haben. Und dann habt ihr geschrieben, in Magdeburg geht uns langsam das Bier aus. Dann habt ihr gewonnen, oder was? Naja, ich habe geschrieben, dass wir an unserer Uni zwar ein Familienbüro haben, zum Beispiel ein Gleichstellungsbüro, und wir haben ein Nachhaltigkeitsbüro, und wir haben Büros für dieses und jenes. Die sind auch total wichtig, die will ich überhaupt gar nicht in Frage stellen. Aber wir haben zum Beispiel kein Digitalisierungsbüro oder wir haben keine Stabsstelle E-Learning oder sowas. Okay. Sondern das passiert irgendwie alles so en passant, nebenbei, zwischen Tür und Angel, von einigen engagierten Lehrenden. Natürlich haben wir auch ein Prorektorat für Studium und Lehre, und da passiert auch ganz viel. Mhm. Aber wir haben eben nicht so, wie es ein Familienbüro gibt zum Beispiel, so haben wir eben kein E-Learning-Büro. Und deswegen habe ich geschrieben, müssen die engagierten Lehrenden sich jetzt vor dem Start des Wintersemesters, des hybriden Online-Wintersemesters nochmal tüchtig Mut antrinken, okay, und kreativ sein, und da wäre jetzt so ein Peer-to-Peer gar nicht so verkehrt, und das scheint sehr das gut. HFD überzeugt zu haben. Wann ist denn das, am Mittwoch, also morgen? Das ist morgen Abend, also wir treffen uns in Präsenz und auch in Zoom von 19 bis 21 Uhr, und das HFD möchte sich dann so kurz nach 20 Uhr kurz dazuschalten und erwartet ein paar Grußworte. Ach so, okay. Also es ist schon so ein Magdeburger Ding, weil ihr habt das ja quasi nach Hause oder genau, gewonnen. Genau. Okay, weil ich dachte schon so, wie, warum hat der Matthias denn jetzt schon wieder hier die Exklusiven? Der wurde angemeldet, der hat Bier zugeschickt bekommen. Also, was habe ich falsch gemacht? So, wo bin ich falsch abgebogen, dachte ich mir nur so. Und das erklärt natürlich einiges. Wenn ihr natürlich wieder hier ganz engagiert vorne mit dabei, kann man mal machen. Ja, und so werden wir uns nett treffen. Wir haben uns ja auch mit ein paar Leuten so an einem Freitag, glaube ich, vorletzte Woche getroffen. Das war auch sehr schön. Und wir haben einfach mal so gegenseitig fachbereichsübergreifend in unsere Moodle-Kurse reingeschaut, was man halt sonst, ich meine, es gibt ja dieses schöne Sprichwort mit der Zahnbürste und so. Kennst du das? Nee. Ja, das Sprichwort, das Sprichwort mit der Zahnbürste sagt, dass ein normaler Lehrender an einer Uni eher seinem Kollegen die Zahnbürste, mit dem die Zahnbürste teilen würde, als ihn sozusagen in seine Lehrveranstaltungsmaterialien. Ah, okay. Ja, witzig. In meinem neuesten Video rufe ich explizit darauf auf, Arbeitsteilungen zu begehen, damit man schneller vorankommt. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich meine, und klar ist das, also am Ende ist es halt meinetwegen jetzt in Humanwissenschaften ganz anders, aber doch irgendwie gleich. Ne? Also wenn man es so ganz runterbricht, sind es am Ende halt die gleichen Probleme. Bei uns rechnen die Studierenden die Aufgaben nicht, da lesen die halt die Texte nicht. Ja.
Ja, und wie kann man halt damit umgehen und wie sieht ein gutes Kursdesign aus und so einfach, was hat halt im Moodle, meinetwegen in einem Moodle-Kurs funktioniert und Ja. vielleicht warum und was hat halt auch nicht Ja, vor funktioniert. allem, wenn es irgendwie auch nicht funktioniert, dann könnte das ja jetzt mal ganz böse gesprochen auch an eurer Moodle-Instanz liegen oder irgendwas mit Rechten oder hast du den Haken gemacht? Nein, natürlich nicht, weil der ist im 4. Unterkapitel. Habe ich auch schon bei uns mitbekommen, als ich Tutor war. Das hilft natürlich total viel. Ja. Und dann habt ihr so Ja, richtig reingeschaut in die anderen genau. Und Kurse. ich meine, das werden wir, also wenn uns morgen Abend so ein bisschen die informellen Gesprächsthemen ausgehen oder vielleicht werden wir das zum Einstieg auch machen. Also wir werden Ja. uns halt in einem größeren Besprechungsraum treffen, wo man halt zumindest irgendwie mit 8 bis 10 Leuten coronamäßig ganz gut sitzen kann. Sehr gut. Und da haben wir auch einen Rechner und einen Beamer da und so und dann können wir das vielleicht auch machen. Und Ja. also was zum Beispiel jetzt aus meiner Sicht seit ein paar Tagen total spannend und interessant ist. Ich habe ja beim letzten Mal auch so ein bisschen darüber erzählt, dass diese Quizze, die ich im letzten Semester in unser Moodle reingebaut habe, dass die halt eigentlich tot waren. Also ich habe da einen Haufen Aufwand reingesteckt und am Ende hat sich die halt eigentlich kein Mensch angeguckt. Oder nur die Studierenden, die es vermeintlich wahrscheinlich nicht nötig gehabt hätten. Ja. Und da habe ich überlegt, wenn die Studierenden nicht zu den Quizzen kommen, muss man die Quizze zu den Studierenden, so wie mit dem Berg und dem Propheten. Ganz schön schlau. Und wie mit der Zahnbürste. Naja, nee, mit der Zahnbürste ist noch eine andere Geschichte, aber Ja, und dann habe ich jetzt einen Instagram-Kanal habe ich angelegt, gesehen. der heißt Daily GT Quiz. Ich habe erst danach festgestellt, weil ich natürlich nicht so der Pro bin, dass bei den Instagram-Namen keine Großbuchstaben erlaubt sind. Deswegen könnte man das jetzt auch Daily Get Your Daily Quiz lesen. Ich weiß es nicht. Okay. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt diesen Kanal und stelle jeden Tag ein Quiz, eigentlich im Endeffekt genau dieselben Quizze, die ich vorher ins Ja. Video reingestellt habe, jeden Tag ein Quiz. Und sozusagen die Auflösung zu dem Quiz, die Erklärung in die Stories rein. Ach Gott, das ist aber ganz schön Social Media Betreuung. Ja, also ich meine, wenn man, ja, keine Ahnung, es kostet mich halt pro Tag, ich würde mal sagen, eine Viertelstunde. So, ne? Ja, Also okay. Bild raussuchen, sich irgendwie eine Frage überlegen, das kurz. Ich Ja, habe extra so eine USB-Bluetooth-Tastatur da gekauft, ja. auch, Ja, also okay. dass ich halt nicht da die ganze Zeit Bildschirmtastatur tippern muss. Ja. Und das Krasse ist, also ich mache das jetzt seit 1. Oktober. Und ich habe jetzt, was haben wir heute, den 6.? Ich habe jetzt irgendwie sowas wie 70 Abonnenten auf diesem Kanal. Ach, Quatsch. Und das 4. Quiz gestern Abend haben sich über 80 Leute angeschaut. Das ist halt, also auch abgestimmt, also auch ab oder nur angeschaut. Ja, also nicht nur angeschaut, sondern sozusagen eine Antwort. Okay. Das ist von der Conversion Rate für, wie der Marketing Manager jetzt sagen würde, eigentlich ziemlich solide. Also. Ja, und das finde ich auch total beeindruckend. Also das ist im Prinzip, also, und Ja. aus irgendwie so medientheoretischer Sicht, keine Ahnung, Ja. bin ich jetzt nicht der Experte für, aber finde ich das total spannend, dass eigentlich eben das gleiche Quiz im Moodle überhaupt nicht zündet. Und Gut. jetzt nimm halt das Quiz, tu es in Instagram rein. Was man halt ehrlicherweise sagen muss, es sieht halt auf Instagram auch gleich viel besser aus. Also du hast halt, ne, machst halt ein Hintergrundbild, dann liegt Ja. der Text da so drüber und so. Das sieht halt auch einfach irgendwie. Ich glaube, ich habe die erste Frage gesehen. Ich glaube, da hat es im Hintergrund einen Strom, einen Schnellstrom oder nee, einen Starkstrommast oder so einen Übertragungsmast oder irgendwas mit was, es war eher so Oberstufe, Ampere, Volt, irgendwie, was ist die? Okay. Aber war, also ich glaube, also ich dachte auch direkt, okay, krass, jetzt macht er das auch noch. Und zweiter Gedanke war, ist halt auch niedrigschwellig. Also Webseite aufmachen, auf Moodle klicken, Login, dann kommen da irgendwie erstmal 5 Abmelde oder was du abgeben musst. Dann musst du den Kurs raussuchen, dann musst du irgendwie runterscrollen und ansonsten, und die Konkurrenz lautet Instagram-App auf, dein Feed aktualisiert sich automatisch, wenn du es noch nicht gesehen hast. Ja, und dann tippst du halt mal auf A, B, C oder D, fertig. Also, ja, nice. Also, Instagram sozusagen als Geheim. Aber als Waffe will ich gar nicht sagen, weil ich meine, das hätte bei mir auch Nee, vorher ich drauf glaube, kommen, es ist aber. darum. Also wenn das jetzt alle machen, ich dürfte ja auch gar nicht so viel darüber erzählen, weil wenn das jetzt alle machen, nutze ich das auch, glaube ich, relativ schnell ab. Was mich jetzt auch so ein bisschen, naja, Herr Gott, also man kann ja jetzt bei Instagram auch nichts speichern zum Beispiel. Also wenn die Story dann einmal gelaufen ist, Ja. dann ist die halt eigentlich weg, so, ne? Und die Ergebnisse kann man auch nicht wirklich speichern. Also ich mache da jetzt jeden Abend irgendwie schon einen schönen Screenshot von, einfach weil ich am Ende mal wissen will, welche Fragen Ja. war sozusagen eher einfach und eher schwierig. Ja.
Also ich gehe mal da schon davon aus, das wird nicht irgendwie beliebig irgendwas klicken, sondern wenigstens so 3 Sekunden drüber nachdenken oder ein paar eine. Bestimmt. Also du kannst vor allem da nichts verlieren. Das ist diese Anonymität, die wir letzte Woche oder vor in dem letzten Termin hatten. Bei dem Moodle-Ding weiß man als Student oder als Studentin nie so genau, weiß der das jetzt vielleicht doch? Das hast du ja auch in deinem Video gesagt zum Propedeutikum. Das würde mich auch interessieren, wie das so gelaufen ist. Dass man echt einfach nicht will, dass da, wenn man mal doch was Blödes gefragt hat, dass die Schwelle ist halt viel zu niedrig. Dazu kommt noch die medientheoretische Seite, die du angesprochen hast. Und dann ist halt bei Instagram so, da weiß jeder hier, wenn es falsch ist, bin ich hier raus. Und dann kann mich da auch keiner groß shaken. Und bei Moodle und auch bei anderen, ich habe auch mal so eine App benutzt, wenn man mehr reinpflegt und sozusagen mehr Wert bietet, also kompliziertere Fragen, weil meine, bei Instagram geht ja jetzt auch nur Multiple Choice oder eigentlich nur Single Choice. Nur Single Choice, genau. Und wenn du dann irgendwie anfängst so mit Wortwolken oder Assoziationen oder also quasi auch, wenn es keine binäre Antwortmöglichkeiten gibt, also sag mal irgendwie einem Romanistiker, ob er irgendwie eine binäre Frage stellen kann, dann sagt er nein, hat sich dieses ganze Instagram Thema direkt erledigt. Aber ich glaube, wenn man halt Mehrwert bietet, also Mehrwert, eigentlich bräuchten so ein Phrasenschwein. So, ja, Mehrwert, also zack, direkt. Immer, ich mach mal direkt eins im Sinn. Aber dann, glaube ich, kann man schon das Medium wechseln. Aber dann würde ich es trotzdem nicht in Moodle machen, sondern irgendwie in einer anderen App. Aber das braucht halt Zeit. Das musst du kultivieren. Und wenn den Screenshot abends machen, es erinnert mich immer so ein bisschen an eine E-Mail ausdrucken und einscannen, so in der Version 3.0. Aber ja, das ist, glaube ich, auch ein gutes Motto vom Wintersemester. Ja, und Freitext könnte Instagram auch. Also man könnte Freitextfragen stellen. Das ist natürlich aber wieder dieses, dann gibt es ja in dem Sinne kein richtig und kein falsch. Also ja. Ich meine, das Nette an dem Quiz ist ja auch, wenn man jetzt halt irgendwie dann die richtige Antwort erwischt hat, dann kommt ja auch so ein kleines Feuerwerk und man freut sich. Ne? Das ist so dieser Mini-Dopamin-Schub, genau. Den man einfach braucht und dann geht's also weiter. Also ich hab im Moodle selten Feuerwerk gesehen. Also das ist Im Moodle gibt es ja noch, wenn wir schon bei den ganzen Moodle-Rants sind, da gibt es ja nicht mal einen Daumen hoch. Also so dieses genau. Einfachste, das hatten wir glaube ich auch schon mal, dieses einfachste oder Herzchen oder also weil ganz ehrlich, oft guckt man ja auch bei Facebook-Posts oder auch bei Twitter-Posts, wie viel anderen gefällt es, wie sind die Reaktionen. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendein Plugin, aber ich habe noch keinen Uni-Screenshot gesehen, wo das angeboten wird. Wahrscheinlich kommt ja wieder Datenschutz, andere Leute dürfen nicht sehen, was mir gefallen hat. Dann sieht es aber nur der Dozent, dann würde ich aber als Student nicht abstimmen, wenn ich nicht die anderen Reaktionen sehe. Ja, spannend. Aber was, um das Moodle ein bisschen zu retten, was wir jetzt als neues Plugin im Moodle haben, das finde ich sehr schön. Hot Question. Und Hot Question macht... Neudeutsch für neue Frage. Nee, heiße ja, Frage. Ja, für eine wichtige Frage, okay. Könnte man sagen. Ich weiß nicht. Das macht, kennst du Pigeonhole? Ja, das anonyme Fragen, großer genau. Fan. Ja. Und letztendlich bringt es die Funktionalität von Pigeonhole mehr oder weniger schlecht bis recht ins Moodle rein. Also man kann sozusagen eine Aktivität anlegen, die sagt, hier könnt ihr anonym und auch nicht anonym, wenn ihr wollt, weil das geht ja bei Pigeonhole auch, man kann ja die Frage auch da mit seinem Namen stellen, als Aktivität im Moodle anlegen und dann können dort Leute eben die Studierenden anonym fragenlos werden, sehen auch die Fragen der anderen und können halt auch die Fragen der anderen voten, bewerten. Ah, okay. So ein bisschen halt, ja, keine Ahnung, in der Präsenz oder man kann es natürlich auch asynchron machen. Da gibt es ziemlich viele Möglichkeiten. Ja. Und also ich habe das halt im letzten Semester mal mit Pigeon oder nicht im Sommersemester, sondern im Wintersemester davor bei einer ganz normalen Präsenzveranstaltung. Ja. Da ging es so um Gender Studies, die sollte ich halt irgendwie moderieren und dann hatte ich halt so ein Pigeonhole-Board angelegt und da waren so, keine Ahnung, 50, 60 Leute im Raum und die haben dann auch alle fleißig ihr Handy rausgeholt und haben da Fragen getippert und das war echt gut, weil man eben am Ende gar nicht die Zeit hatte, halt alle Fragen zu beantworten und weil das ja so ist, wenn man sonst eben in den Raum hineinfragt, gibt es Fragen? Dann natürlich gibt's nicht, nein, es gibt ja, nie. Ja, aber, na doch, es gibt oder die ja eine Frage, ja, aber... Ja. Es gibt schon, glaube ich, immer die Übermotivierten, die dann
So, ja, ich hier, ich hier und so. Aber die stellen dann oft nicht die Fragen, die so, ja, die stellen dann halt eine Frage, aber dann sagen alle anderen, boah, also da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen, diese Frage zu stellen. Ja? Und ich meine, so sieht man halt die Fragen der anderen, kann sagen, das ist echt eine gute Frage. Also da wäre ich jetzt nicht so drauf gekommen, aber die finde ich total spannend. Und dann beantwortet man am Ende natürlich die Fragen, die irgendwie jetzt für die Gruppe am relevantesten sind und nicht einfach irgendwie die Fragen, wo sich die Leute am schnellsten gemeldet Es haben. gibt ja auch so Fragenquatscher. Also, ich muss zugeben, ich habe da auch so ein gewisses Talent für. Du wiederholst, du merkst dir halt irgendwie ein Detail auf Folie 37. Keiner hat zugehört oder mehr schlecht als recht zugehört. Und dann fragst du genau dazu. Dann muss der arme Dozent oder die Dozentin irgendwie noch auf Folie 37 zurückgehen. Und ich meine, was du beschreibst, ist ja auch so ein Kernprinzip von so einem Response-System. Dass man einfach sagt, okay, ich will eigentlich gucken, was ist besonders interessant. Ich habe das mal auf Folienbasis gesehen, um sozusagen die noch zu erweitern und sozusagen gesagt, okay, wie viele haben sich eine gewisse Folie, ich glaube, die Funktion war sowas wie Vormerken oder irgendwie so ein Fragezeichen für sich selbst setzen. Das war aber nur für den Dozenten einsehbar, um dann zu sagen, okay, ich habe halt gesehen, wir haben jetzt noch 10 Minuten Zeit, also sozusagen andersherum, von euch haben 35% diese Folie, von mir aus 37 wieder markiert. Gibt es da auch zu Fragen oder soll ich sie einfach nochmal erklären? Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, in so einem Studium darf man auch gerne mal lernen, irgendwie so seine Meinung zu bilden, zu festigen und dann auch dazu zu stehen, auch wenn sie falsch ist. Das ist ja ein relativ großer wissenschaftlicher Ansatz zu sagen, okay, was die Jungs davor und die Mädels davor gemacht haben, war falsch. Neues Paper, zack sozusagen. Aber ich finde es eine interessante Ansicht, auch zu sagen, okay, im ersten, zweiten, dritten, vielleicht auch noch im vierten Semester. Hast du einfach nicht diese, ach übrigens, ich hätte es jetzt gerne bitte nochmal erklärt. Insofern sind beide Ansätze mit Sicherheit sinnvoll. Aber das hat also wer entscheidet bei euch? Also, was hat gesagt, okay, das ist so ein Plugin, das wurde installiert. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das muss irgendwie mal getestet werden intern, dann muss das ausgerollt werden, dann gibt es vielleicht so eine Akzeptanzgruppe, bist du mit Sicherheit auch dabei. Aber wie kommt sozusagen, weil ich habe es bei uns intern gesehen oder an anderen Unis, aber ich weiß gar nicht, ob das allen klar ist, wie kommt denn so ein Plugin da auf einmal rein? Weil das wird ja nicht einfach geboren und dann ist es da. Wie funktioniert das bei euch? Das würde mich gerade mal interessieren. Also wir haben natürlich Mitarbeitende oder ich glaube in unserem Fall ist es leider nur eine Person, die das Moodle pflegt und updatet. Und an die kann man halt Wünsche im Prinzip herantragen und sagen, ich hätte gerne dieses oder jenes Plugin. Und wenn dieser Wunsch dann zu einer guten Zeit kommt, nämlich irgendwie ein paar Wochen bevor eh das Update ansteht, und wenn dieses Plugin irgendwie auf den ersten Blick sozusagen simpel aussieht, keine riesen Dependencies hat mit irgendwelchen anderen Plugins und irgendwie von der Webseite oder von der Moodle-Seite, wo man sich das Plugin sozusagen runterlädt, einen ordentlichen, gut gepflegten, validen Eindruck macht, sodass man sich damit keine potenziellen Riesenprobleme irgendwie in seiner Moodle-Instanz einhandelt. Dann ist es, glaube ich, sozusagen relativ, also klar, dann wird das sicherlich mal auf so einem Staging-Server installiert und mal irgendwie ausprobiert und geguckt ein bisschen. Und Hoffentlich. das ist halt das, was Zeit kostet natürlich für die Personen, das zu machen. Und wenn das dann gut aussieht, wird das halt installiert. Aber machst du das dann selber? Nee, 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 Ja. das macht unser Rechenzentrum. Ich bin ja Okay. dann nur die Person, die das nutzt. Und wir haben auch eben als normale Lehrende keine Admin-Rechte jetzt in unserem Ja. Moodle. Das wäre auch, glaube ich, total absurd, wenn jetzt jeder in diesem riesen Moodle anfangen würde, da irgendwas zu installieren. Also es gibt eben Lehrstühle, die da experimenteller unterwegs sind, einfach weil das in ihrem, also weil die meinetwegen Lehrerbildung machen oder so und dann viele Sachen im Moodle einfach ausprobieren wollen und die haben dann eigene Moodle-Instanzen zu laufen. Aber da sind dann eben auch nur, ich sag mal, eine Handvoll Kurse Ja, oder klar. begrenzt viele Studierende unterwegs, denen dann vermutlich auch händisch Accounts angelegt werden. Ich meine, bei uns, das Moodle ist ja dann auch in so ein Single Sign-On und so eingebunden. Das macht ja sowas, also Ja, stimmt schon. Also da sind die, werde ich jetzt auch so aus IT-Sicht, deswegen habe ich so blöd gefragt, weil wir hatten ja am Anfang, dass ihr gerade kein E-Learning, Digital Learning, wie auch immer, Zentrum habt, was ja eigentlich so eine Querschnitts- oder Stabsfunktion. Weil ich meine, Uni ist halt immer noch, halt doch irgendwie wie so eine Behörde, diese Mittlung übernimmt. Und dann stelle ich es mir interessant vor, wenn sozusagen Leute sagen, ach so, übrigens Rechenzentrum, ich hätte gerne mal ein Ticket, dass eben auch die Plugins nicht auf Bäumen wachsen, die müssen irgendwie getestet werden.
Und ich glaube auch, dass da viel, also auch das sind so Hintergrundfunktionen, irgendwie mal noch einen weiteren Server aufziehen. Der Satz lässt sich so leicht sagen. Ich glaube, da haben so im März, April einige extra Schichten und Nachtschichten eingelegt, damit mal noch 4, 5 Server aufgezogen werden. So war das jedenfalls bei uns. Und von Plugins hat man ja da noch gar nicht geredet, was uns ja so ein bisschen in die Richtung Wintersemester bringt, was ja aber bei euch mit dem Propedeutikum angefangen hat, um dann irgendwie zu sagen, okay, jetzt ist die Architektur da, jetzt in die Server und jetzt können wir mit Plugins rumspielen, aber bitte so, dass besagte Server uns nicht um die Ohren fliegen. Was eine halbwegs gerechte Überleitung zum Propedeutikum ist, das hat jetzt schon stattgefunden, oder ist es die Woche? Nee, das findet nächste Woche statt. Ach, nächste Woche erst, weil ich habe deinen coolen Trailer gesehen mit quasi gleiche Szenerie, mit Klangschale und so. Also wenn es jemand nicht gesehen hat, ich als Trailer oder als was kommt denn überhaupt? Weil, guck mal, das Wort Propedeutikum ist jetzt auf der Sexiness-Skala so 3 von 10. Gibt, glaube ich, schlimmere Sachen, aber ist jetzt, also viele müssen erstmal nachgucken, was heißt das überhaupt? Vorkurs ist jetzt auch nicht besonders attraktiver, aber der Trailer hat es irgendwie rausgehauen. Also so hier mit der Klangschale, Sinuskurve, wurde auch schon ziemlich nerdig, aber war schon, ist, glaube ich, hier auch ein guter Showcase an sich sozusagen. Magst du ein bisschen was erzählen? Wie findet es statt? Machst du es komplett alleine? Wie ist die Veranstaltungsart und so weiter? Genau, also es ist halt ein Vorkurs, so wie es, glaube ich, super viele Mathematikvorkurse gibt. Also von der Historie kommen die, glaube ich, alle mal daher, dass eben jetzt die E-Technik und Maschinenbau und so die klassischen Ingenieurfächer eben früher und auch zum Teil leider heute noch eben eher von den Jungs studiert wurden, wenn wir mal ehrlich sind. Und früher gab es halt eine Wehrpflicht oder es gab einen Zivildienst. Und also die Leute, die das studiert haben, die waren eigentlich schon eher Mathe-Physik-affin. Aber die sind halt irgendwie ein halbes Jahr durch den Stamm gerobbt oder die haben halt irgendwie im Krankenhaus das Erbrochene weggewischt. Ja. Und die waren halt sozusagen ein Jahr raus. Also die konnten das mal alle recht gut, aber das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und dann war eben so der Vorkurs, die zumindest aus fachlicher Sicht, die Motivation, das nochmal einfach ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen, alle irgendwie so ein bisschen auf den gleichen Stand zu bringen. Und ich sag mal, was natürlich darüber hinaus passiert ist, ist so das ganze Soziale. Also man hat die ganzen Leute mal kennengelernt, man hat mal die Uni gesehen, man hat schon mal das und jenes Gebäude in der Uni. Sag's, wie es ist, man ist auch mal feiern gegangen. Man munkelt geht im ersten Semester auch mal. Ja, das kann auch tatsächlich sein, dass man da irgendwo so mal feiern gegangen ist. Und man hat auf jeden Fall halt sozusagen Leute kennengelernt, mit denen man dann das ganze Studium über zu tun hatte. Und das eben, ich will mal sagen, noch in einem recht geschützten Rahmen und in einer recht ungezwungenen Atmosphäre, weil so ein Vorkurs hat ja jetzt selten am Ende eine Prüfung. Und das basiert ja eben alles auf Freiwilligkeit und das ist halt eben relativ locker. So. Und naja, und ich sag mal, im letzten Jahrzehnt ist so ein Mathe-Vorkurs vielleicht eher der verzweifelte Versuch, noch in einer Woche oder 2 Wochen das zu retten, was vorher irgendwie in 12, 13 Jahren Abitur schiefgelaufen ist, wenn der Mathe-Lehrer krank war. Manchmal. Aber diese Kennenlernen und diese soziale Komponente ist natürlich geblieben. Und ich meine, ich kann mich erinnern, ich habe halt auch diesen Vorkurs besucht, der ging damals noch 2 Wochen. Gleichen Uni tatsächlich? Ja, an der gleichen Uni. Das ist ja hier. Und der Mensch, der damals den Vorkurs gemacht hat, als ich im Prinzip fertig war mit Studieren, hat er die Uni verlassen und ich habe seine Stelle übernommen. Und damit habe ich im Endeffekt auch diesen Vorkurs geerbt. Ja. Und dann habe ich, also im Endeffekt direkt nachdem ich fertig war mit Studieren, habe ich halt auch diesen Vorkurs dann gemacht. Und das Erste, was ich halt gemacht habe, ich habe den auf eine Woche gekürzt, weil ich sozusagen selber mir nicht 2 Wochen ans Bein binden wollte und weil ich auch den Studis das nicht sozusagen... Das ist ja 2 Wochen nichts anderes. Also da bist du wieder auf Konferenzen, da schreibst du keine Paper, dann bist du eigentlich nur am Betreuen und am Unterricht. Ja, also es gab dann auch so ein übergeordnetes Vorkurskonzept für die ganze Uni. Also da hat tatsächlich da gab es mal eine Strategie, die auch über Fakultätsgrenzen hinweg getragen hat. Und es gab dann einen zentralen Mathe-Vorkurs, der noch vom Level her ein bisschen tiefer ansetzt, der eben auch dann tatsächlich sozusagen für alle Fachbereiche ist.
Und deswegen ist mein Vorkurs eigentlich ein Aufbaukurs, weil der halt eben darauf aufbaut. Und dann gibt es eben Aufbaukurse okay. für die Elektrotechnik, für die technische Mechanik, für dieses und jenes. Sozusagen schon ein bisschen fachspezifischer. Ja, cool. Weil die Beispiele, die wir da besprechen, die sind dann natürlich irgendwie schon so ein bisschen an die Elektrotechnik. Ja, so. Ja und dann habe ich auch immer, also ich würde mal sagen, die ersten 5 Jahre habe ich den Vorkurs so relativ klassisch, würde man sagen, gemacht. Es gab vormittags eine Vorlesung, in der ich halt, also hauptsächlich ich aktiv war. Da habe ich auch schon mal versucht, irgendwie ein paar Experimente zu machen. Aber wenn man mal ehrlich ist, wie ich halt auch mein Handy da gezeigt habe, damals war auch noch nicht so viel mit E-Learning und die Studis ja. hatten. Also man hätte jetzt nicht endlos viele Quizze oder so im Hörsaal machen können, weil halt vielleicht ein Drittel der Leute, wenn überhaupt, halt ein Smartphone oder so. Schön 2006 so auf MySpace oder so. Ja, ja also klar. Und ich meine, ich glaube, zu der Zeit war das auch noch so, da, wenn man das gemacht hätte, hätte man halt so eine Klicker ausgeteilt. Ne? Dann wäre man halt mit so 2 Koffern und Klickersystem irgendwie in den Hörsaal gelaufen. Schön jeden Tag erstmal 2 Stunden aufbauen, Experiment aufbauen, Klicker verteilen. Ja, und ist das nicht dieses gleiche System wie auf der alten Fernbedienung mit diesen 4 Farben wie in alten Produktionen? Also, Gott, die Hardware, die man damals gebraucht hat. Ja, und dann gab es halt nachmittags eine Übung zur Vertiefung, in der halt die Studierenden aktiv waren. Und auch damals, also ich glaube, im ersten habe ich das komplett allein gemacht und im zweiten Jahr habe ich dann mir schon einen Hiwi gesucht, der mich unterstützt. Und dann wurden das auch irgendwie immer mehr Interessenten und immer mehr Leute und dann habe ich das immer ein bisschen mehr aufgebohrt. Und ich weiß nicht mehr, so vor, müsste ich jetzt recherchieren, 5, 6, 7 Jahren habe ich halt angefangen, eine Computerübung dazu zu machen. Mhm. Weil ich sag mal, sowas wie Laptops gab es dann halt durchaus schon. Und wir haben halt auch so im Studium festgestellt, dass die Studis, obwohl sie halt Laptops haben und obwohl es für so relativ einfache mathematische Probleme total viel Software gibt, mit dem man die halt eigentlich sehr gut und sehr einfach lösen kann, die Studis das nicht nutzen. Also vielleicht auch deshalb nicht, weil das ja nicht prüfungsrelevant ist. Ja, also weil in der Prüfung musst du ja dann wieder von Hand rechnen, weil wir machen halt keine Prüfung in einem Computerkabinett oder ja, so. Ja, das stimmt schon. Aber ich habe jetzt was gerechnet von Hand. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Jetzt nehme ich halt mal einen Computer und mache da mal eine Probe. Und der Computer, also der rechnet das halt viel schneller. Ja. Und die Schwierigkeit ist eben, ihn vernünftig zu bedienen. Ja? Und so dieses Prinzip, der Computer rechnet schon richtig, das Problem sitzt halt häufig davor. Zwischen Stuhllehne und Monitor. So, und dieses ganz einfache Prinzip Bullshit in, Bullshit out. Ja? Also wenn ich dem Computer irgendwie das Problem nicht richtig vermittle, dann wird er das auch nicht richtig rechnen. Und wenn ich das richtig vermittle und er rechnet richtig, muss ich das Ergebnis auch richtig interpretieren. Ja. Und sagen wir mal, diese grundlegenden Sachen, das haben wir dann versucht, so direkt in Anlehnung an die Beispiele und Aufgaben, die vorher von Hand gerechnet wurden, dann jetzt die einfach nochmal mit dem Computer zu machen. Kannst du ein Beispiel geben, was ihr mit dem Computer macht? Also ich erinnere mich an den Physikunterricht, da haben wir einen Oszillator als Demo bekommen, also online, so virtuell, quasi in der Virtualisierung. Oder was macht ihr da genau? Also wir haben im Prinzip 3 Programme benutzt. GNUplot als Funktionsplotter. Mhm. Dann Maxima oder Machima, das ist ein Computer-Algebra-System, also mit dem man wirklich analytisch rechnen kann, mit Ausdrücken rechnen kann. Sowas wie Wolfram Alpha? Sowas wie Mathematica. Hm? Ich habe da immer versucht, auf Open-Source-Sachen zu setzen, weil auch damals das Problem, die Internetverbindungen waren super langsam, die Studis, wenn sie dann bei dem Vorkurs waren, hatten noch nicht unbedingt ein Login, um das Uni-WLAN reinzukommen. Hm. Und dann haben wir uns immer vom VDE oder von irgendwelchen Institutionen im Prinzip USB-Sticks sponsern lassen, haben da die Software draufgetan und haben dann halt diese USB-Sticks verteilt. Cool. So dass die Studis, und dann war auch immer ein Problem, wenn einer mit dem Mac gekommen ist oder mit Linux, aber dann zu Recht. Aber also bei Mac ja und bei Linux, das sind die Hacker, die haben dann sowieso schon die Software. Ja, gut, die zeigen dir, wie es dann funktioniert. Ja, genau. So, und Octave als sozusagen Open-Source-MATLAB-Klon für die numerischen Sachen. Ja. Und und dann hat man eben meinetwegen, an dem ersten Tag geht es darum, eine Exponentialfunktion zu zeichnen oder eine Sinusfunktion zu zeichnen, die halt eine bestimmte Amplitude und eine bestimmte Frequenz hat und so.
Und dann haben wir das halt von Hand gemacht und danach haben wir das halt mit Gnuplot gemacht. Cool, okay. Ja. Ja, und dann lernt man natürlich auch darüber schon ganz viel, wie, naja, irgendwann muss ich ja mal eine Bachelorarbeit schreiben und in der Bachelorarbeit werde ich mich auch nicht hinsetzen und von Hand irgendwie da meine Graphen und... Na klar, Foto von oben, was sonst? Ja, und... Naja, und das ist auch ziemlich gut angekommen, das haben wir auch beibehalten. Und dann war eher so das Problem, dass die anderen Lehrenden da halt nicht so drauf aufgebaut haben. Also die haben das gar nicht so für voll genommen, dass die Studis das jetzt schon mal gesehen haben und eigentlich so ansatzweise können oder zumindest mal davon gehört haben. Und dann wurde das halt einfach nicht genutzt. Und dann ist klar, if you don't use it, you lose it. Und dann brauchten die das eben eigentlich zwangsweise wirklich erst wieder, wenn sie ihre Bachelorarbeit geschrieben haben, aber bis dahin, naja, wie das denn so ist, ne, dann sieht halt Gnuplot irgendwie schon wieder anders aus und dann... 3 Jahre später, klar, also... Ich sag nur Skype-Update. Ja, wie gesagt, ja, das ist, also die Halbwertszeit ist kurz, also, aber tatsächlich habe ich, also als ich meinen Data Science Kurs jetzt im Master machen musste, hatten wir auch so eine, wir arbeiten mit Jupyter Notebook, wirklich quasi im Kurs. Gut, die Smartphone- und Laptop-Rate war einfach deutlich höher jetzt, das, seitdem der Ursprung, die du jetzt gerade erzählt hast. Und tatsächlich hieß es dann auch so, ja, aber wenn wir das jetzt machen sollen, wie müssten wir, wenn ich eine Matrix oder einen Vektor habe, dann muss ich es doch, mache ich es in der Klausur? Ja, dann haben die tatsächlich gesagt, nee, den Grundausdruck musst du jetzt nicht in jedem Komma perfekt, aber der Grundausdruck, den musst du dann auch so aufschreiben. Und es war zwar trotzdem eine klassische Klausur, aber es wurden halt schon ja so ein Slice and Dice sozusagen in einem Würfel, das wurde durchaus abgefragt und die musste man, ja, im besten Fall hat man sie verstanden, im schlimmsten Fall hat man sie auswendig gelernt. Also das heißt, ihr habt dann die Befehle, die man in Jupyter Notebook benutzt hätte, dann von Hand auf den Klausurlösungsbogen geschrieben? Ja, oder? Also die Hälfte oder 40% von der Klausur waren so, es war so eine Mischveranstaltung, da haben sie halt viel reingepackt und dann hieß es, okay, das ist Teil der Klausur und da gebt ihr jetzt so ein. Und dann musstest du halt wissen, wie du eine Zeile und eine Spalte ansprichst und das hat sich dann irgendwann so in Jupyter Notebooks oder wie auch immer, wäre auch in anderen Programmen gegangen, manifestiert, dass man halt den Ausdruck dann wusste. Aber du hast eben keine Autovervollständigung, du hast keine Fragekonsole, also alles Dinge, die man ja in der Realität hätte. Und auch bei so Engineering Vorlesungen sieht man halt oft, also man stößt auf ein Problem und das Erste, was man macht, ist googeln und irgendwie auf Stack Overflow oder Exchange gehen, um zu gucken, wie viele tausende Leute das Problem auch haben und so weiter. Und diese Klausuren sind halt so weltfremd, weil man nicht F1 drücken kann oder slash help oder debug und was nicht alles. Aber klingt spannend. Und das heißt, das waren die Vorgänge oder die Grundlage, die du hattest. Und wie hat sich das jetzt, nehmen wir mal an, jetzt kommt der Corona-Spannungsbogen, dass du das alles neu aufstellen musst. Ja, im Großen und Ganzen, also zumindest natürlich diese Vorlesung, also wir haben uns in der Vorkursgruppe eigentlich schon vor 3-4 Monaten mal dazu entschieden, auf Präsenz zu verzichten. Mittlerweile gibt es einige Vorkurse, die halt davon abgewichen sind oder die es ein bisschen aufgeweicht haben, was auch irgendwie verständlich ist, aber ich habe halt sozusagen für mich mal irgendwann entschieden, Schluss aus Feierabend, kein Präsenz. Ich versuche das alles online zu machen, weil... Ja, wir hatten jetzt auch so 1-2 Corona-Fälle an der Uni und da war dann so ein bisschen was los und dann ist halt einfach blöd, wenn man dann im Prinzip seinen Kurs mit Präsenzanteilen geplant hat und ab Dienstag der Woche in Quarantäne müsste. So ich würde auch sagen, wenn ich kurz eingegrätschen darf, ich würde auch behaupten, dass man, wenn du 100% online abdecken kannst, dann kannst du auch 80% online abdecken oder 50-50 machen. Würdest du da zustimmen? Ja, rein prinzipiell ja. Also zumindest war damals so die Motivation, mit viel Vorlauf viel Zeit zu haben, um sich von, also was wirklich Gutes, Tragfähiges irgendwie in Online auszudenken, mit viel Vorbereitung. Und wenn dann, wie Herr Trump sagt, the virus mysterically disappears, wenn es denn auf einmal weg wäre, dann wäre es im Prinzip kein Problem, wieder in Präsenz jetzt ohne weiteres zurückzukehren, weil das hat man 10 Jahre lang gemacht. Ne? Da ist man irgendwie erfahren drin, das ist kein Hit.
Also von jetzt auf gleich was in Präsenz zu machen, kein Problem. Von jetzt auf gleich was in Online machen, ja. Emergency Remote Teaching, total schwierig. Ne? Aber ja. mit lange Vorlauf was online zu machen, ja gut, da kann man sich halt ein bisschen was überlegen. So. Kannst du noch sagen, wie viele Studis in diesem Vorkurs sind, damit andere so ein bisschen eine Einordnung bekommen? Sind es 80? Ja, also ich habe jetzt so ungefähr 60, 70 Anmeldungen. Ist und für dich alleine schon viel, ne? Also du hast Hiwis hast du jetzt gesagt. Genau, ich habe ja, 4 studentische Tutorinnen. Die cool. mich damit unterstützen, insbesondere halt bei den Übungsgruppen. Ja, naja, cool. und also die Idee, ich wollte eigentlich so einen Umschlag mitbringen, ich habe es jetzt vercheckt, weil ich zu sehr... Hast du was echt verschickt? Ja, es steht noch bei mir im ich habe schon ein bisschen was verschickt, also einen Teil ist schon verschickt, der andere Teil steht noch bei mir im Büro rum. Dieses Welcome-Package, oder? Dieses Welcome-Package, ja, aber wir können... Du bist so ein Streber, ich kann es ja jetzt mal live sagen unter uns, das ist ja so strebsam. Ey, ich habe auch so geflucht, wie heute Vormittag, weil der Drucker war gegen mich. Der Drucker weiß, wenn es eng wird. Ja, also definitiv. Und immer dann produziert der Papierstau, geknittertes Papier, alle möglichen unnötigen Sachen, die man nicht braucht. Na egal, also auf jeden Fall... Ich hatte vorher halt ein Skript. Dieses Skript habe ich im Prinzip nie wirklich ausgegeben, sondern das Skript war meine Vorlage für, was ich halt an die Tafel schreibe. Shownotes quasi. Die Shownotes. Und da standen auch so Hinweise drin, hier an der Stelle kommt das Quiz, hier an der Stelle das Mathe-Meme zeigen. Das Mathe-Meme. Es singt für Sie, das Mathe-Meme. Also hier den Witz erzählen. Ich glaube, da haben Petra Schwer und Thomas Kahle haben ja diesen Pi ist genau 3 Podcast ja, und ja, da ja. gab es auch mal so eine Folge, wo es darum ging, ob jetzt, also dass es an 50 Unis 50 Mal die Vorlesung lineare Algebra gibt und ob das notwendig ist oder ob man die Vorlesung einmal sozusagen vernünftig digital aufnimmt. Nee, und natürlich ist das notwendig. Natürlich will man an jeder Uni das sozusagen selber machen. Und dass so in so einem guten Skript dann auch schon die Witze notiert sind. An der Stelle macht man diesen Witz. Bei mir ist das auch so. Deswegen, ich habe ja schon gesagt, es wird den täglichen Mathe-Witz geben. Naja, also auf jeden Fall gibt es ein Skript. In dem Skript steht letztendlich alles drin. Und was ich jetzt noch gemacht habe dazu, ist, ich habe zu den einzelnen Abschnitten Videos rausgesucht. Weil es geht natürlich um Grundlagen Mathe. Und da findet man einfach schon eine ganze Menge Videos im Internet, sodass ich, obwohl ich jetzt eigentlich die Zeit gehabt hätte, kein eigenes Video aufgenommen habe, bis auf dieses Intro-Video, was ja, du angesprochen cool. hast. Also du hast quasi kuratiert, also andere Quellen. Ich habe das, was man kuratieren nennt, gemacht. Genau. Der Punkt ist, auch das ist irre zeitaufwendig. Also ich habe dann zwischendurch gedacht, boah, also jetzt so, weil das Problem ist wieder, Videos sind eben nicht scannbar. Ne? Also ich kann ein Buch nehmen oder einen Text, dann kann ich ja mal so diagonal drüber gucken und dann habe ich ungefähr eine Idee, was da drin steht. Bei einem Video, total schwierig. Du brauchst halt wirklich Kapitelfolien und Zeitstempel, quasi das Inhaltsverzeichnis. Und wenn du da nicht die Person kennst, quasi den Autor kennst, wie bei einem Buch, also es gibt halt so ein paar Klassiker, der hat 5 Mathebücher geschrieben und wenn du das 6. in der Hand hast, dann wird das schon irgendwie grob passen. Ja. Und wie hast du dann kuratiert? Naja, ich habe mir dann zum großen Teil die Videos halt schon mal angeguckt oder zumindest mal irgendwie so ein bisschen durchgescrollt, wie man das so macht. Und ich habe jetzt halt dann viele Videos von Jörn Lobischach genommen, der ja auch eine Größe ist. Und der hat nämlich auch mal einen Mathe-Vorkurs gemacht und komplett auf Video aufgenommen, der thematisch ein bisschen gelagert ist als meiner, aber wo es zumindest so abschnittsweise ein paar Passungen gibt. Ja. Und die Videos habe ich ja genommen. Und er hat ja auch zum Beispiel so ein Audiotranskript auf seiner Seite und bei YouTube findet man ja auch ein Audiotranskript und dann kann man da natürlich mal so suchwortmäßig durchsuchen, taucht da das auf, taucht da das auf, wird da der Begriff genannt. Und naja, wenn er in dem Transkript auftaucht, wird er auch mal irgendwo erklärt werden. Ja. Was aber zum Beispiel auch, wenn man irgendwie eine da, also YouTube bietet ja auch Keywords an und mit dem einen oder anderen Plugin kann man die auch wieder auslesen. Muss man halt A wissen und muss der Ersteller eben auch einkippen, weil er oder sie ja eigentlich am besten weiß, was in dem Video vorkommt. Okay, und dann? Ja, und dann habe ich halt diese Videos immer zu jedem Abschnitt, wo ich denke, da passt jetzt dieses Video hin, dann steht da halt da Video. Wie lang das Video ist, ist, glaube ich, aus studentischer Sicht total wichtig zu wissen, wie lange muss ich jetzt Zeit einplanen, um mir dieses Video anzuschauen, zumindest so ansatzweise. Muss ich mir den Nachmittag frei nehmen?
Ja, oder auch mit, da kann man ja dann die doppelte Geschwindigkeit schon einrechnen. Killer-Feature. Leute, doppelte Geschwindigkeit, Killer-Feature. Also, das ist absurd. Wie heißt das Video? Wer hat das Video mal erstellt? Ja. Dann habe ich ein so ein, also im Prinzip das Bild aus YouTube exportiert, wie man das Video in der YouTube-Suche finden würde. Einfach, weil manche Videos haben ja so einen Wiedererkennungswert. Ja. Und halt also den Link auf das Video, den kann man dann in der PDF natürlich auch anklicken. Ja. Auf dem Papier wird schwierig und dafür habe ich halt einen QR-Code. Also dass du man jedes dann, Video noch einen QR-Code da reingesetzt? Ja, das geht ja in Latech rasend schnell. Wir wollen ja auch immer, oder es ist so ein bisschen mein Ansatz, zu sagen, Low-Tech und Latech ist nicht Low-Tech. Ne? Also es ist okay, aber auch, also das, es ist schon, wenn du jetzt vorstellst, dass das jemand mit PowerPoint und Word nachbauen muss und vielleicht noch mit dem Internet Explorer, was ja so die Grundausstattung ist. Also gut für dich. Und dann stand neben jedem Video der QR-Code und der Link. Also das voll, genau. Voller Service. Und dann habe ich immer so zu jedem größeren Abschnitt so ein Freifeld eingefügt. Hier kann man gerne seine Fragen notieren, die einem okay. beim Durcharbeiten oder beim Anschauen der Videos gekommen ja. sind. So dass man das mit Zettel und Stift machen kann, wenn man eher so der analoge Typ ist. Und oder dann die Fragen meinetwegen auch gleich in dieses Hot Question Modul im Moodle rein. So, es ist integriert, es ist als hättet ihr euch Gedanken gemacht, was wichtig ist. Das ist ja. So, naja, und das ist das, was die Studis bekommen. Erstmal von fachlicher Seite, dann habe ich noch in diesem Goodiebag, wie gesagt, ich habe jetzt leider vergessen, eins mitzubringen, es tut mir wahnsinnig leid. Wir können es vielleicht beim nächsten Mal, vielleicht gebe ich eins auf. Ja. Um das noch zu zeigen. Dann habe ich diese, kennst du diese Videokonferenzkarten vom ja, Mikro stumm, man kann dich nicht hören, bitte, ja, okay. Die man so in die Kamera halten kann, die habe ich Ihnen einmal auf gutem, dicken Papier ausgedruckt, aber ausschneiden müssen Sie sich noch selber. Und ich dann bin mal gespannt, wie viele das machen. Ja, oder ob sie einfach so das ganze Blatt in die Kamera halten. Und dann nur den Abschnitt, ja, der genau. relevant ist. Dann zwei Tüten Gummibärchen, so kleine Tüten Gummibärchen, eine Packung Instant-Kaffee und ein Teebeutel für eine virtuelle Tee- und Kaffeepause. Krass. Also meine Erwartungen sind ja eigentlich gar nicht so hoch an digitale Lehre, aber du schießt sie mal wieder ab. Ja, Student müsste man bei dir sein, Matthias. Ja. Im Vorkurs. Aber Vorkurse hat, glaube ich, die deutsche Hochschullandschaft ja extrem viele, gerade in der Mathematik. Also eigentlich könnte man jetzt sagen, hier OER, bitte alle mal den Kurs aus Magdeburg benutzen. Zumindest so in Elektrotechnik. Ja, also das Skript werde ich auch veröffentlichen, zumindest in diesem Jahr, weil ich habe da jetzt auch kein Problem damit, dass jetzt eben nichts sind, weil ich meine, ich schicke den Studis jetzt eh, ob sie jetzt hergehen und das irgendwie schlecht wieder einscannen oder schief abfotografieren oder sie kriegen gleich die PDF-Datei, ist mir nicht. Das landet eh in ganz vielen Dropbox-Ordnern und dann würde eh, also selbst wenn du es nicht machst, da kann ja als Student, also es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass irgendjemand eine Person aus dem Vorjahr kennt, teilweise noch aus 3 Jahren davor und dass dann Dropbox-Ordner versendet werden und auf einmal sind da 78 Leute drin. Das ist wie so ein Torrent-Netzwerk, Peer-to-Peer im wahrsten Sinne des Wortes und dann lieber direkt nicht illegal, aber legal und offen verteilen, ja. weil die anderen Dozenten, glaube ich, ist eine Hauptzielgruppe davon, weil der Nächste müsste dann sicher eben nicht mit QR-Codes und sonst was rumärgern. Ja, krass. An der Stelle kann ich einen Schwank aus meiner Jugend erzählen oder aus immer, meinem Studium. Weil, als ich studiert habe, habe ich ja erzählt, war es mit dem Internet nicht so doll und es gab keine Dropbox, es gab keinen Online-Speicher, der jetzt irgendwie so einfach und niederschwellig nutzbar wäre. Und was sind wir denn natürlich? Wir sind Ingenieure, wir sind Hacker, was haben wir gemacht? Wir haben uns selber einen programmiert. Weil Natürlich. Man hatte als Student ja auch schon so einen kleinen Webspace im Home-Verzeichnis vom Rechenzentrum. Und da konnte man halt ein Verzeichnis freigeben, was dann über den Web-Anwendungsserver vase.uni.orts.magdeburg.de verfügbar war. Und dann haben wir halt so ein PHP-Skript genommen, was im Endeffekt einfach so eine Funktionalität hat, du hast einen Dateibrowser und du kannst in jedem Verzeichnis eine Datei hochladen und vorhandene Dateien löschen und umbenennen. Und dann haben wir im Prinzip darüber uns selber sowas wie so eine Dropbox Witzig.
programmiert. Und synchronisiert wurde automatisch, weil das war die Kernfunktion von dem Rechenzentrum. Genau, also man hat das ja einfach wie auf einen Webserver geladen und dann haben wir später noch irgendwie sowas reinprogrammiert, dass dann sogar an alle, die da angemeldet waren, immer wenn eine neue Datei hochgeladen wurde, hat das halt automatisch eine E-Mail verschickt. Leute, zack, fertig. Baut eure Dropbox. Was los? Ja, wir sind froh, dass es mittlerweile mehr Anbieter gibt, als man braucht, mit Google Drive, Dropbox und Yahoo, was weiß ich, auch Space. Aber und damals wusste man wenigstens noch, wo die Daten liegen. Ja gut, aber Drop All, also alles löschen, hat halt auch dafür gesorgt, dass es nicht mehr da war. Ja, ja, das stimmt. Also wenn dann irgendwie einer aus der Lerngruppe Madig war, könnte es schnell gehen. Aber habt ihr das dann habt ihr das nur auf die Uni-Server gespielt? Weil die Frage geht in die Richtung, Drop All, also alles löschen, hat halt auch dafür gesorgt, dass es nicht mehr da war. Ja, ja, das stimmt. Also wenn dann irgendwie einer aus der Lerngruppe Madig war, könnte es schnell gehen. Aber habt ihr das dann habt ihr das nur auf die Uni-Server gespielt? Weil die Frage geht in die Richtung, hat man das dann nicht irgendwann gemerkt, dass da viel zu viel Traffic auf so ein paar studentischen Boxen war? Ja, aber das war ja damals nur unsere Seminargruppe. Ja. Und das war halt ein Jahrgang in der E-Technik, weiß ich, 20, 30 Leute. Und ich meine, damals, man hat ja da jetzt eben irgendwie keine Videos hochgeladen, sondern halt irgendwie ein paar PDF-Dateien oder halt mal ein eingescanntes Protokoll. Und ich meine, ich glaube, damals war ja sozusagen der Engpass, war ja nicht das Rechenzentrum, sondern das waren halt einfach, man hat das von zu Hause aus per DSL oder die im Zweifelsfall haben die Leute mit einem 56K-Modem gemacht, ne? Also ja, heutzutage sind es die Baulärmgeräusche des Nachbarn, die so komische Geräusche machen. Bei dir geht's ja heute. Aber früher war es Modem. Also dieses also kannte ich auch noch. Aber als dann die erste DSL-Leitung ankam, ja, spannend. Okay, also auch das ist nicht normal. Nochmal so aus Feedback von Nicht-Ingenieur. Für eine eigene Dropbox erstellen und mit deinen Studienkollegen teilen, ist nicht normal. Auch nicht Care-Pakete, aber durchaus erwünscht. Also ich würde sagen, es ist wieder die obere Stufe. Ich glaube, ein Thema schaffen wir noch, um mal wieder eine weitere völlig medienbruchstückreife Überleitung zu gewähren. Ich glaube, Onboarding hatten wir. Sowas wie dein Propedeutikum zählt jetzt für mich unter Onboarding. Visa is coming. Was machst du sonst noch so? Also, ich habe nur eine Vorlesung, das ist eine Zoom-Veranstaltung und das ist halt relativ unspektakulär und da auch nur als Teilnehmer, wohlgemerkt. Ich habe noch diese eigentlich schon angesprochene Grundlagen der Elektrotechnik, kurz GT oder GET-Vorlesung und da sitzen eigentlich dann auch die Leute drin, die in dem Mathe-Vorkurs sitzen. Zumindest zu einem großen Teil. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn ich Sie und Sie mich schon mal in dem Mathe-Vorkurs kennenlernen, weil umso einfacher ist es halt später dann irgendwie in dem richtigen Kurs das zu machen. Vielleicht ist das tatsächlich auch ganz unterschwellig so eine ganz kleine Motivation für mich, diesen Mathe-Vorkurs ganz gut zu machen, weil ich dann auch einer der ersten Profiteure davon bin im Studium. Man munkelt aber auch, dass die Studenten was davon haben, wenn sie den Kurs gut machen, weil sie dann in deinem Kurs sitzen. Also wer da einen schlechten Eindruck macht, wobei es aber mit dir kann man es, glaube ich, gar nicht richtig verscherzen. Ich glaube, es ist gar nicht möglich. Nee, ich glaube auch nicht. Nee. Naja, und das wird, ist im Moment, es ist leider noch kein Lehrveranstaltungsplan veröffentlicht. Das wann geht's wird los jetzt bei euch? Aber in Kürze kommen. Wann geht's los? Also Am 6. also am in der letzten Oktoberwoche geht's los und an diesem Freitag soll der Plan veröffentlicht werden. Ja, also zwei Wochen vor Semesterbeginn. Naja, man kann jetzt dadurch noch nicht so wahnsinnig weit in die Zukunft planen. Aber Herrgott, man muss dann halt sehen, wie es kommt. Und die Veranstaltung wird halt hybrid stattfinden. Also ich werde im Hörsaal sein, die Studierenden, die gerne im Hörsaal sein möchten und die in den Hörsaal reinpassen unter den gegebenen Bedingungen, die dürfen auch gerne im Hörsaal sein. Wie viele sind das? Also bist du in einem richtigen Hörsaal? Oder?
Ja, ne, ich bin schon in einem großen Hörsaal, und naja, ich sag mal, sowas wie kommt, ich weiß jetzt, wie gesagt, eben noch nicht so richtig, in welchem Hörsaal ich bin, aber zwischen 50 und sagen wir mal 80 und vielleicht maximal 100 Leuten werden da schon reinpassen. Und viel mehr Leute würde Aber ein man bisschen eigentlich was. auch nicht in diesem Kurs erwarten. Ja, okay, das ist aber, ich glaube, viele, Hybrid ist ein gutes Stichwort. Wir haben übrigens rein hypothetisch noch das Hagener Manifest. Habe ich ein bisschen vergessen. Können wir gleich öffnen, sind ja auch nur 12. Aber bei den Hybriden frage ich mich manchmal, okay, dann macht man das irgendwie in einem Seminarraum, gut, ein paar schalten sich dazu. Aber was passiert, wenn jetzt doch mehr Leute vor der Tür stehen, als man einplanen darf, weil gerade dieses, ich setze mich in den Flur oder ich setze mich auf die Treppen, gerade das soll es ja gerade nicht geben. Und dann kannst du ja die irgendwie, keine Ahnung, 40 Leute gehen in den Raum, du kannst ja den 41. und die 42. nicht schnell nach Hause schicken oder sich schnell in eine Ecke setzen, weil ja, Hybrid, Synchron, ich habe ja schon mehrfach fast drüber gerantet, es will nicht in meinen Kopf rein. Also klar, du könntest alle abdecken, aber Ja, also diese. ich glaube, was mich an der Stelle rettet, ist, dass ich auf dem Papier erstmal alle abdecken kann und könnte. Und dass viele Studis sich vermutlich sagen, naja, wenn das jetzt auch in ganz ansprechender Qualität über Zoom verfügbar ist, und also ich werde zum Beispiel eben da den Teufel tun und die Tafel nicht benutzen, sondern ich werde Ja, eben irgendwie klar. alles auf ein Tablet schreiben und eine Bildschirmfreigabe machen, sodass man. Naja, eigentlich würde ich sagen, fast zu Hause die bessere Qualität hat, weil Das man glaube sieht ich es direkt auch. auf seinem Monitor und eben nicht über einen schlechten Ja. Beamer an die Wand geworfen. Kennst du diese Aufsticker, die manchmal irgendwie optimiert für Windows? Es müsste so dieses Label optimiert für die Lehre von zu Hause oder von. Ja, und ich meine, ich habe ja nur versucht, mich auch schon irgendwie mit guten Mikrofonen auszustatten, dass ich dann halt auch überall gut zu hören bin. Ja. Was glaube ich eben noch entscheidender ist. Und ich meine, wenn es dann irgendwie auch noch so eine Webcam, ich werde jetzt mal die Gelegenheit nutzen, mal auf, weil sonst habe ich das wieder umsonst. Oha, Second View. Second View, Second View. Oha. Aber Oha, dann, weil ich dann hab. sieht man nämlich auch noch, dass da hinten stehen natürlich immer noch die Meerschweinchen und ich habe hier immer noch so Zettel dran. Noch sehe ich dich nicht. Siehst mich nicht? Ach so, das Nee. ist schlecht. Ach so, warte, warte, warte. Weil ich vermutlich erst Oha, jetzt sehen wir dich. das Fenster weglassen muss. Mein Second View. So wichtig. Perspektiven, so wichtig. Perspektiv, der Perspektivwechsel, genau. Vor meinem Meerschweinchenstall, den ich wieder als Dings hier ist, noch auch mit Fragen an dich. Okay, schieß los. Fragen an dich. Henrik, was ist deine Motivation, das hier eigentlich zu machen? Man hat doch dienstags mittags nichts Besseres vor. Alles für die Lehre. In der Realität ist es so, dass ich erst mich mit Erwachsenenbildung auseinandergesetzt habe, aus beruflicher Sicht. Also war IT-Trainer, habe Online- und Offline-Kurse gemacht bei Bosch und habe dann gesagt, okay, jetzt würde ich gerne nochmal studieren, quasi Vollzeit, zwischen Bachelor und Master Vollzeit gearbeitet, habe mich mehr und mehr mit dem Thema Bildung, Wissen, Wissensprozesse so im Groben beschäftigt und dann kam eben die Entscheidung, Master sollte sowieso nochmal kommen, habe mich auch dort wieder in Seminaren und der einen oder anderen Hausarbeit, so Lernfortschrittsmessungen und ähnlichen Lernarchitekturen auch spezialisiert, könnte man sagen, oder mich zumindest eingearbeitet und habe dann vermehrt festgestellt, okay, sowohl die Praxis macht Spaß oder andersrum, die akademische Seite macht Spaß, Bildungsforschung, welche Systeme brauche ich, was sind rechtliche Theorien aus der Psychologie, aus den Bildungswissenschaften, was kann mein Kernfach Wirtschaftsinformatik leisten. Das war interessant, aber eben auch dieses, ich kam erst von der praktischen Seite. Ich habe auch schon auch gerne im Tutorium, Rhetorik-Club. Also dieses Mit- und Vorleuten war schon immer spannend oder sagen wir mal auch kein Problem. Und ich wollte nicht einfach nur sagen, okay, hier ist eine Umfrage oder hier ist die neueste PISA-Auswertung. Das hat mich in der Oberstufe schon immer genervt, weil da immer über Schüler was berichtet wurde und meine Klasse, unser Jahrgang, unsere Schule, glaube ich sogar, wurde nie gefragt. Was natürlich dieses in der Empirie natürlich liegt. Du kannst nicht jeden fragen. Aber ich wollte nie diese Praxis aus dem Blick verlieren. Das ist jetzt so eine Frage wie aus einem Bewerbungsgespräch. Ach, super. Aber ich fand es einfach spannend, sowohl dieses Akademische zu können zu wollen, aber auch sagen, okay, jetzt haben wir dieses konkrete Problem, jetzt müssen wir Hybrid machen und jetzt ist da
Whiteboard, ein HDMI-Kabel, aber ich habe auch irgendwie 13 Studenten in einem Seminar und einer kann nicht kommen, etc. Also wie kann man sehr auf sehr konkrete praktische Fragestellungen reagieren? Und ich glaube, man braucht irgendwie beides, weil natürlich kannst du einen Medientechniker fragen, dann sagt er dir, okay, für 8.000 Euro setze ich hier ihnen die, dann sagen die Leute, nee, danke, wir kaufen für 100 Euro, 130 Euro Zoom. Dann sagen die Studenten aber wieder, ich blicke überhaupt nicht durch, die Nähe ist nicht da. Dann sagt ihnen Dekan, finde ich super, wir wollten eh in Präsenzzeiten. Und dann sagt ihnen Gesundheitsministerium, nee, könnt ihr nicht, also zurück zu Zoom. Und das ist so ein Kreislauf, den du irgendwie nur durchbrechen kannst, wenn du verschiedene Facetten und Personen an einen Tisch bekommst. Wir zum Beispiel, sag ich jetzt mal ganz salopp, wie wir beide jetzt in unseren Gesprächen oder im Twitter-Campus, teilweise auch im Twitter-Lehrerzimmer. Und so kam eins zum anderen, dass ich halt gesagt habe, damit möchte ich mich beschäftigen. Und das ist eine sinnvolle Betätigung sozusagen, statt irgendwie Datenbanken aufzusetzen. Genau, und deswegen wilder ich, wie ich in meiner Bio schreibe, in verschiedenen Filterblasen. Oder wie Axel Krommer schreiben würde, schaut den Filterblasen beim Clashen zu. Und das ist mal recht heiter und erfreulich. Und manchmal steht man einfach da und schüttelt den Kopf. Das sind so die zwei Medaillen. Genau. Ja, cool. Also, weil aus meiner Sicht investierst du da irgendwie schon sozusagen super viel Zeit auch rein. Also, ja, durchaus. Also mit den Videos, aber auch irgendwie mittags streamen oder sich auch, man muss ja auch anderen Leuten zugucken oder anderen Videos zugucken, gerade so im englischsprachigen Raum, was die so machen, was ist da sozusagen in, was funktioniert gar nicht, damit man das wieder hier auf unsere Situation angleichen kann. Und unsere Bildungslandschaft ist ja durchaus in vielen Teilen anders. Also dieses Humboldtsche Prinzip, dieses Bildung ist ein Kulturgut oder ein offenes Gut und eben keine Ressource, die für 50.000 bis 60.000 unter den Hammer kommt pro Studienjahr. Also da sind ja schon Grundannahmen anders. Und das macht aber auch Spaß. Also es ist ja wieder dieses Akademische, wie kann man sich stärker damit beschäftigen. Ich glaube auch, und da gibt es auch verschiedene, auch im Online-Bereich, die eben sagen, okay, es braucht diese studentische Partizipation. Und will ja auch im Winter jetzt mal fertig werden, ja, hier, knock on wood, dass es eben diese studentische Perspektive braucht, weil sonst sagt dir keiner, wenn du kein Vertrauensverhältnis hast, dein Mikro ist, oder ihr Mikro ist zu leise, das haben wir gar nicht verstanden, keine Ahnung, bitte gendern sie, also diese soften Faktoren sozusagen. Und der ein oder andere, ich nenne sie ja immer die Alteingesessenen oder die Ewiggestrigen, die kriegen das auch ohne diesen Input nicht mehr hin. Und vielleicht bildet dann auch entweder ein alter Kollege, den sie selber auf Augenhöhe wahrnehmen, sagt, hier, mach mal Instagram-Story. Vielleicht reagieren sie darauf. Aber vielleicht braucht es auch diese studentische Partizipation, die es eben, deswegen gibt es ja so Initiativen wie die Changemaker und was nicht alles. Und auch, ich glaube, auch in den Unis selber müssen sich Strukturen angleichen. Aber auch da können wir wieder in die Wissenschaft gucken. Wenn man Studierende fragt oder Umfragen erhebt, dann wird es eher, also das ist so Garbage Data für viele, weil da ist der Bias so groß, man könne nicht richtig, die Studierenden wüssten selber nicht, was hier rauskommt. Also ganz viele Narrative, wo ich halt sage, ich habe irgendwie jetzt auch 14 Fachsemester auf dem Buckel mit Bachelor, Master und Auslandssemester. Ich weiß eigentlich relativ gut, was ich möchte. Und so der ein oder andere im dritten Semester weiß das auch. Und dann kann man vielleicht auch mal an einen Tisch kommen, aber da muss man halt miteinander reden. Ja, definitiv. Also ich glaube, klar, irgendwie it depends. Also zum Beispiel in unserer AG E-Learning haben wir auch studentische Mitglieder. Und das war tatsächlich total schwierig, die zu bekommen und also dafür zu motivieren, sich da zu engagieren und ihnen zu zeigen, das ist jetzt nicht irgendwie nochmal ein Gremium, wo ihr irgendwie 2 Stunden rumsitzt alle 4 Wochen, sondern wo ihr tatsächlich auch irgendwie was Sinnvolles beitragen könnt. Ja. Und ich glaube, was natürlich aus studentischer Sicht immer so ein Punkt ist, also man spricht und bewertet ja im weitesten Sinne die Leute, die einen später halt mal noch prüfen. Ja. Und da ist natürlich eine riesen Hemmschwelle dabei. Und ich meine, da ist es, glaube ich, immer total gut, wenn man eben so ein bisschen übergeordnete und anonymisierende Instanzen wie meinetwegen Fachschaftsräte hat, die das dann erstmal sozusagen aufnehmen, ein bisschen filtern und irgendwie sozusagen an geeigneter Stelle weitergeben. Auf jeden Fall. Und so gerade in den Akkreditierungsverfahren zur Qualitätssicherung von Studiengängen gibt es ja auch ganz viele
Studiengangsgespräche und Studiengangskonferenzen. Ja, die sind auch total wichtig und die sind auch überhaupt nicht geskriptet. Und also da muss ich echt sagen, kommt auch tatsächlich, deswegen das so nervt, als ich das letzte Mal ein Skript geschrieben habe und dann mache ich auch den, hey, ich hoffe, der wird auch irgendwann fertig, dass es halt verschiedene Rollen braucht, eben auch die Studenten. Und dass es halt auch irgendwie so in die Richtung geht, wenn wir jetzt uns über Lehrpreise unterhalten, das ist ja sozusagen das, was rauskommt, was man vorzeigen will als Uni, dann gewinnt halt, und das ist beim CHE-Ranking, jetzt brechen wir mal kurz die Zeit, auch nicht anders. Da gewinnt derjenige, so meine These, der am besten die Studierende aktiviert. Und wie oft bin ich schon aufgefordert worden, an diesem Zeitranking teilzunehmen? Immer so mit diesem, ja, aber ihr wollt doch auch, dass unsere Uni gut dasteht. Ja, aber ich will, dass meine Uni oder meine Unis, oder Universitas, Alexander Lasch hat letztens den Plural gebildet, egal, dass die immer gut dastehen und nicht nur, wenn die Zeit anklopft und ihr blödes CHE-Ranking oder wenn irgendwie die Triple-ACSB-XY-Fraktion vor der Tür steht. Und dieser Schönheitswettbewerb, also aus studentischer Sicht ist es ein bisschen schade, dass es immer erst dann kommt, wenn irgendeine DFG-Delegation, und natürlich zeigen die dann Hörsaal 1, der irgendwie top aussieht, und dann denke ich mir halt, könnt ihr uns irgendwie die anderen 360 Tage im Jahr auch fragen? Und so ein Gremium, ja, auch das ist von, ich verstehe, warum es die geben muss, aber wenn man quasi schnell eine Lösung braucht und irgendwie auch so, ich bin auch so ein, wir machen mal, wir packen mal an, dann bist du auch in so einem studentischen Gremium oder auch in so einem ASTA, da sitzen ja auch keine Bildungsexperten, was auch nicht ihre Aufgabe ist. Aber ich glaube, so zusammen kann das irgendwie was werden. Und dann sage ich auch lieber, dann baue ich erstmal an den Baustellen, irgendwie so in einzelnen Videos, in einzelnen kleinen Kursen, das aus, was ich irgendwie auch selber zeigen und machen kann. Und auch dann kann man sich irgendwie auch besser eine Meinung bilden. Wenn man irgendwie mal versucht hat, mit so einem kleinen Laptop eine gescheite Konferenz aufzubauen. Auch wir machen das jetzt das zweite Mal. Auch ich habe noch immer mal wieder so Hiccups. Vorhin wollte Skype nicht richtig updaten. Das sind so Situationen, da kommt man, oder die kann man erst dann für andere und mit anderen lösen, wenn man selber drin gewesen ist. Und natürlich schwitzt man dann mal kurz. Und dann kann ich auch gut verstehen, dass jemand, der eigentlich andere Aufgaben hat, egal ob das eine Gremiumfunktion ist oder ob der Volldozent ist oder ob das irgendwie eine Deutschlehrkraft siebte Klasse ist, dass sie eigentlich andere Dinge zu tun hat, als sich mit einem Skype-Auffehler zu beschäftigen. Und dann brauchst du halt irgendwie so ein paar Nerds wie dich und mich und auch andere, die halt sagen, nee, finde ich super, mache ich nach 17:30 noch schnell, bevor ich nach Hause gehe. Genau. Wollen wir nochmal in die Hagener, ins Hagener Manifest reinschauen? Oder unbedingt. Sagst du, gut, guck nochmal, ob ich es richtig offen habe. So. Ich finde den Bildschirm im Hintergrund ja extrem schick, muss ich sagen. So, also unseren, nicht. Ja, das Blau und Weiß ist auch ganz schön. Ich habe es noch nicht richtig gelesen, muss ich sehen, weil wir wollten ja so diesen berühmten Reactionary-Content bauen. Lernen, neu denken. Kennst du den Witz mit dem Känguru, mit Hegel'sche Didaktik? Und dann soll er es einfach ausformulieren. Und dann sagt er letztlich, denken ist wichtig. Und schickt die SMS ab. Es ist ultra alt, ich habe das Hörbuch erst deutlich zu spät entdeckt. Nee, das kann ich nicht. Okay, es ist Känguru, großartiges Buch. Ich glaube, in unserer Bubble... Aus welchem Känguru-Buch ist das? Aus dem ersten? Boah, ich glaube, erstes oder zweites. Okay. Also ich habe ja. Die alle mal gelesen, aber... ist auch Hörbücher, die Hörbücher sind... So. Ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch, weil ich glaube, in unserer Bubble ist das relativ groß eingeschlagen. Und es kommt ja nicht von ungefähr. Also man kann es jetzt hier oben nicht sehen, aber es kommt von der Fernuni Hagen. Und ich glaube, dass, als ich das gehört habe und gelesen habe, also die das rausgebracht haben, war meine erste Reaktion, es ist der Akteur, der es am ehesten rausbringen kann, weil sobald das eine Präsenzuni in, ich will es keinen Ort nennen, weil das wäre Priming, sobald irgendeine andere Uni als Präsenz das rausbringt, ist es sofort politischer aufgeladen, so war mein erstes Gefühl, weil wir haben nur eine Fernuni Hagen, wenn man mal ganz viele Geschichtsfakultäten im Land, genau. Ich glaube, die Präambel, wie können wir, müssen wir zukünftig lernen? Ich glaube, das ist so in Kürze, jeder hat verstanden, dass sich was ändern muss. Nun haben wir ein Pamphlet, genau, neues Verständnis, immer. Kann man
Zum Beispiel auch dieses View-Problem, dass alles gut schon schön skaliert, das habe ich irgendwie in jedem Stream. Sie nennen das jetzt New Learning. Auch da hat Sparnagel, also Christian Sparnagel, also Professor Sparnagel wohlgemerkt, aus Heidelberg, auch letztens vor ein paar Wochentagen so gefragt, okay, erst hieß es Telelernen, dann hieß es E-Learning, jetzt, ich finde E-Learning auch einen ganz schlimmen Begriff, aber das können wir irgendwie beim nächsten Mal klären. Ja, wir unsere Gruppe heißt ja auch AG E-Learning, aber ja, das ist auch einfach historisch so gewachsen. Ja, und wenn man die dann einmal umbenennt, dann weiß immer schon jeder nicht mehr, ist das jetzt noch die gleiche Gruppe oder ist das jetzt eine andere? Oder? Ja. Aber ich finde, ja. Also ich finde halt New auch schwierig, weil wenn man das jetzt in 10 Jahren macht, ist es dann immer noch New oder, also. Es ist der New New York. Ja, genau, wie bei Futurama. Nee, aber weil es gibt auch so tolle Seminare, zum Beispiel beim IEEE, wie man irgendwie Paper toll schreibt. Und dann sagen die auch immer, man soll halt im Paper-Titel so Wörter wie Novel oder so vermeiden, weil, na klar, ist es jetzt irgendwie eine neue Methode, die man herausgefunden hat, um das und das zu machen oder zu messen oder zu bauen, aber in 10 Jahren ist die halt nicht mehr Novel. Und man soll eben eher darauf fokussieren, was zeichnet sie denn aus, außer dass sie halt irgendwie neu ist. Das stimmt schon. Ich glaube, es ist an New Work so ein bisschen orientiert. Das kommt ja jetzt auch vermehrt auf. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es soll heißen, dass sich was dreht. Also Lern- und Lehrformate finde ich ja schon mal. Also ja. Also im Twitter-Lehrerzimmer gibt es, glaube ich, so den Begriff des zeitgemäßen Lernens und finde ich halt eigentlich auch ganz nett, weil der impliziert halt, dass man es eben immer mal wieder updatet und anpasst. Und das ist eben eher sozusagen so ein, es geht nicht um das Produkt, sondern es geht um den Prozess und es geht um sozusagen ständiges Aushandeln von wie macht man es und was könnten Methoden sein und Ja, steht sogar, New Work braucht New Learning. Ich glaube, das ist einfach der schöne Begriff, ja. Was ja auch in dem Twitter Campus öfter kommt, ist Zeitalter der Digitalität. Nee, Digitalität. Irgendwas mit Digitalität. Ich glaube, Zeitalter der Digitalität. Also ich glaube, neue Begriffe sind wichtig, weil halt E-Learning ist halt irgendwie zu Henrik, alt. Der Postbote klingelt. Ja, kein Problem. Ich eile. Ja. Gehst du? Ja. Gut. So, es kümmert sich immer drum. Jetzt hast du das direkt delegiert. Das habe ich ganz genau mitbekommen. Ja. Ich wollte erst noch mein Mikro muten, aber ich war zu spät. Ja, das ist gut. Ich glaube, die Überschriften passt. Digitale Transformation, hier, so heißt mein ganzer Studiengang, super, New Learning jetzt, ist auch gut. Viel mehr zu Technik. Ich glaube, da steht sehr viel Schlaues und Sinnvolles drin. Ich würde sagen, wir springen jetzt mal direkt in die Thesen und machen einfach das, was uns gerade dazu einfällt. New Learning bedeutet lebenslange Bildung. Kann man aus meiner Sicht irgendwie nur unterstützen. Also es gibt einen sehr coolen Podcast aktuell mit Tim Pritloff, der ja sozusagen auch eine der Podcast-Größen irgendwie überhaupt in Deutschland ist, vom Stifterverband, diesen Durchfechter-Podcast, Mercator-Magazin. Und da sagt er halt auch, also schon damals, als er irgendwie zur Schule gegangen ist und danach halt angefangen hat, irgendwie zu studieren, er hat das auch nicht durchgezogen, weil er irgendwie genau wusste, dass das, was er da jetzt studiert, nicht das sein wird, was er halt später machen wird. Und er eher irgendwie so ein Learning by Doing, so ein Learning on the Job braucht, um eben näher an dem dran zu sein. Und also das ist aber sicherlich was, wo man sich halt irgendwie auf viel, viel, viel größerer Ebene drüber austauschen müsste, was sozusagen für so ein Studium in diesem und jenem Fach irgendwie relevant ist. Also ich glaube, in der E-Technik kann ich das, glaube ich, ganz gut einschätzen. Ist es schon so, dass so ein Studium eben, das habe ich auch versucht mit meinem Handy da zu zeigen, irgendwie dafür da sein sollte, solide Grundlagen zu vermitteln, die vollkommen unabhängig von der Anwendung sind. Ja, und ich meine, es geht um die Denkschule. Ja, und ne, also dass man sozusagen so ingenieurtechnische, mathematische Handwerkzeuge lernt. Also mein schönes Beispiel ist immer, wenn ich halt einmal gelernt habe, wie eine elektromagnetische Welle sich ausbreitet und von einer Antenne erzeugt wird und wieder empfangen wird und so, ist vollkommen irrelevant, ob das jetzt irgendwie
GSM ist oder UMTS oder ja. LTE oder 5G oder was auch immer, das bleibt halt ist und bleibt eine elektromagnetische Welle. Ja. Wenn wie Multiplex funktioniert, das ja. Nee, also ich glaube, deswegen ziehen sie ja hier auch auf die Bildungspolitik und Erwachsenen. Also das ist ein ganz schön dickes Brett, aber das ist ja bei so Thesen oft so, dass man irgendwie sehr viel und sehr breit reingehen will. Ich glaube vor allem, egal welches Wort hier oben steht, also ob das jetzt hätte ja auch Now Learning heißen können, so nach dem Motto. Ich glaube vor allem dieses lebenslange Bildung allein ist halt keine These, aber deswegen bin ich da auch voll dabei. Ja, ich würde sagen, wir machen mal weiter. New Learning fördert Chancengerechtigkeit. Ich glaube, wenn man überall, was hier oben steht, neue Möglichkeiten, Kompetenzentwicklung, verschiedene Akteurinnen, verschiedene Ebenen, wenn da wirklich überall ein grüner Haken steht, dann ja, ich würde sagen, dass der neue Begriff an sich nicht per se Chancengerechtigkeit fördert. Weil ich glaube, vielleicht arbeiten noch mehr Thesen oder zielen noch mehr Thesen darauf ein, weil diese gläserne Decke auch im Bildungsbereich ja durchaus existiert. Auch so, weil jetzt materielle und kulturelle, von die materiellen Hürden bestanden. Wenn ich mich an die Bildungspolitik, was jetzt nichts mit der Fernuni-Hagen zu tun hat, aber an die Bildungspolitik dieses Semester erinnere und irgendwie erst der Studienfonds sehr, sehr schwer greifbar war. Jetzt im September wurde er, glaube ich, ganz gekippt. Die deutschen Studierenden haben fast 1 Milliarde, wenn ich mich richtig entsinne, also über 900 Millionen etwa an Studienkrediten aufgenommen. Dann sehe ich da eher weniger Gerechtigkeit. Und da stehen wir in Deutschland, ist ja dieses Othering-Argument noch gut da, klar, aber das bringt unseren Studenten, die hier jetzt einen Studienkredit während der Zeit aufgenommen haben. Ich kenne auch tatsächlich Leute, die deswegen Vollzeit stellen, gerade nach dem Bachelor oder auch Hiwi-Stellen im Master verloren haben und keinen schönen Sommer hatten. Insofern, ja. Ja, also definitiv. Ich sehe da auch halt sozusagen das, was man als Digital Divide bezeichnet. Ja. Und dass so diese ganzen, also ich glaube, das hat man ja im Sommersemester auch ganz gut gesehen, dass eben viele, auch gerade Online-Lehrformate, eben viel auf Selbstständigkeit, auf eigenes Zeitmanagement, auf auch eine sozusagen hohe Selbstwirksamkeitserwartung der Studierenden abzielen. Und die hat man halt eher, wenn man eben schon irgendwie vorher, wo auch immer in der Schule, keine Ahnung, aus seinem Elternhaus sozusagen aus dem Umfeld das halt mitgenommen hat. Und also aus einem Bildungshaushalt kommt. Also sagst aus einem Bildungshaushalt also kommt. Also da ist so eben, dass ich Jörn Loweschach spricht es ja auch andauernd an, Matthäus-Prinzip, wer hat dem Wirt gegeben? Und wenn man sich halt anschaut, gibt es ja auch Studien zu, wer sich zum Beispiel diese MOOCs im Internet anschaut, dann sind das ja zum Teil eben auch häufig Leute, die schon ganz viel Vorbildung mitbringen, ja, und die dann halt da versuchen, eben jetzt irgendwie noch besser zu werden oder noch effizienter, das nebenbei irgendwie was sich drauf zu schaffen und zu lernen und so. Ja, nee, also deswegen sprechen Sie ja das Bewusstsein von Lernen für die Gefahr, dass die Digitalisierung Ungleichheiten reproduziert oder produziert. Definitiv. Das ist definitiv eine chancengerechte und inklusive Perspektive für digitale Lernprozesse. Dieser Satz ist halt, das ist eine Mammutaufgabe in sich, also ja. Ressourcen, die alle Menschen ermächtigen, auch dieses alle Menschen, das ist schon, also ich glaube, deswegen haben sie auch diesen sehr geschichtsträchtigen oder schweren Begriff der Thesen, also ich meine, die Luthersche Nähe ist jetzt irgendwie nicht umsonst, denke ich, gefallen, die alle Menschen ermächtigen, souveränen Bildungsprozessen und der digitalen Transformation der Gesellschaft teilzuhaben, das könnte ja auch in anderen Pamphleten stehen, also das könnte ja auch bei allgemeiner ja, Einkommensgerechtigkeit zum Beispiel sein. Oder, also ich will damit sagen, das ist ja auch eher ein Schwerpunkt oder ein Querschnittsthema, weil Sie ja hier von der Transformation der Gesellschaft sprechen. Ja, und das könnten auch Verwaltungsprozesse sein oder sozusagen E-Health. Ja, ja. Okay, also ja, das ist für... Das wichtig, aber total schwierig. Ist für mich ja noch ein bisschen schwammig und ich meine, wir sind jetzt bei Punkt 2, aber tatsächlich das größte Pulverfass. Also vielleicht können wir ja am Ende der, keine Ahnung, ob es 12 oder 14 sind, am Ende sagen, was so der präziseste ist, finde ich spannend, und was so der schwammigste ist und vielleicht wo der größte, also ich nehme mir 2 bisher als Rennunschärfsten. New Learning stellt die Lernenden in den Mittelpunkt.
da wird für mich so ein, wenn der Lehrende das will, weil das Machtgefälle ist halt schon noch sehr groß. Jeder Mensch lernt auf eigene Weise. Hashtag Lernstile oder Lernarten, wird immer wieder heiß diskutiert. Ob es die gibt oder ob sie nicht genau. gibt. Genau. Ja. Wie war das? Also ich habe das für mich so abgespeichert. Lernstile gibt es schon, Lerntypen nicht. Ja, ich müsste es mir jetzt auch irgendwie ins Gedächtnis zurückrufen. Aber es gibt nicht. Also ich glaube, was ja so ein bisschen implizit dahinter steckt, ist halt sozusagen so diese Aktivierung, also dass man versucht eben die Lernenden schon in den Prozess auf jeden Fall mitzunehmen und irgendwie zu ermächtigen und sie möglichst viel selber machen zu lassen und sozusagen möglichst wenig frontal im Sinne des Nürnberger Trichters auf sie abzuwerfen. Ja. Was man jetzt sieht, New Learning unterstützt ihre individuellen Stärken. Okay, das geht halt zum Beispiel in mancher Studienkonstellation jetzt nicht. Also nehmen wir wieder eine Vorprüfbedeutung. Wenn du halt so in Mathe wirklich vielleicht engagiert, aber nicht kompetent bist, ich meine, das könnte man ja ändern mit viel Aufwand, aber dann wäre es jetzt zum Beispiel schwierig, ein System zu bauen, das individuelle Stärken hervorhebt. Also das ist ein schöner Wunsch. Ja, also es setzt natürlich auch wieder so ein bisschen so eine gewisse Kompetenz der Lernenden halt voraus. Ne? Also ich meine, meinetwegen, früher hätte ich halt eine Vorlesung gemacht und hätte für alle im gleichen Tempo im Prinzip das gleiche Material irgendwie einmal besprochen. So. Und ich meine, jetzt gibt es halt diese Videos und jetzt kann natürlich jemand sagen, oh ja, hier, Herr Gott, quadratische Funktionen hatte ich in der Schule hoch und runter, das Video skippe ich und dafür gucke ich mir halt das zu den Exponentialfunktionen an und das, die Stelle verstehe ich nach dem zweiten Anschauen immer noch nicht, da spüre ich das dritte Mal zurück und gucke mir das nochmal an. Ja. Also ich meine, das ist ja auch schon eine gewisse Art von Individualisierung, aber das setzt natürlich trotzdem voraus, dass die Lernenden halt ein Bewusstsein dafür haben und sozusagen auch das eben entsprechend umsetzen. Und ob das jetzt so wirklich individualisiert ist, darüber kann man sich halt streiten dann. Naja, also diese persönlichen Lernsysteme, zugeschnittene Curricula, da ist ja die Forschung auch relativ weit. Die Frage ist halt, ob man da als Uni das auch abgeben will. Also gebe ich jemandem die gleichen Credits, wenn ich sehe, dass er gewisse Punkte gar nicht bearbeitet hat, ich aber in irgendeiner gearteten Klausur oder Prüfung eben doch wieder das gleiche abfrage. Also, und dann könnte man ja auch sagen, bewerte ich denn überhaupt Fortschritt? Nein, eigentlich wird bei uns kein individueller Fortschritt bewertet. Ich bewerte nur, ob am Ende alle über die gleiche Hürde springen können. Muss man irgendwie sehr plakativ zu setzen. Adaptive Lernumgebung, ja, total. Also ich glaube, dieser Punkt macht Sinn. Ich glaube auch, dass dieser Punkt technisch sehr gut umsetzbar ist. Also digital persönliche gestützte Systeme, wenn die Uni das will und wenn der Content da ist. Ansonsten heißt es, springt bitte alle durch den gleichen Feuerreifen, der da heißt 900 Folien PDF, weil dürfen wir ja nicht vergessen, die meisten machen diesen ganzen, diesen Videoquatsch, den du und ich machen, das machen ja nicht alle. Da gibt's Folien, da gibt's ein Skript und dann hilft dir selbst oder hilft dir ja in der Lerngruppe und das ist sozusagen das Persönlichste, was es noch gibt. Aber ich würde sagen, der Punkt, bin ich dabei, auch technisch durchaus möglich. Was mir auffällt, ist, dass sie das alles sehr knackig geschrieben haben. Also ich glaube, das ist ein Punkt, den man im Hinterkopf behalten muss, dass sie sehr viele Thesen auf wenig Papier, ich hatte schon einige Strategiepläne in der Hand oder so Tagungen, haben dann auch irgendwie so einen Abschluss, wer ist das, Attaché oder so. Das sind meistens nicht 9 Seiten. Also definitiv, ja. Also da haben schon etliche Leute drüber geschaut, das jetzt möglichst kurz zu formulieren. New Learning denkt die Rollen von Lehrenden und Lernenden neu. Den finde ich schön. Den finde ich jetzt schon schön. Lehrende sind unserem Verständnis nach, ist auch schön, dass sie es irgendwie so sagen, es ist unserem Verständnis nach und sie, deswegen kann man das ja unterzeichnen. Also ich glaube, wer es unterzeichnet, kann sich diesem unserem anschließen, dann wird unser größer und ja, also ich bin auch sehr gespannt, was da politisch weiter passiert, weil Hagen ist echt kein, also es ist die größte Uni Deutschlands tatsächlich, wenn man nach Einschreibezahlen geht. Auch nicht so also, ich fand das halt total, am Anfang des Corona-Semesters gab es ja verschiedene Gruppierungen, in denen man sich halt ausgetauscht hat. Ja. Und da war halt die Fernuni Hagen auch, also ziemlich aktiv, weil wie du sagst, sie waren halt die es irgendwie konnten und die es eigentlich schon immer, nicht unbedingt online, aber zumindest so in Distanz Lehre und Lernen gemacht haben und Erfahrungen, Kompetenzen gesammelt haben.
Und ich fand das dann immer sozusagen irgendwie sehr befremdlich, wenn halt Leute von anderen Unis gesagt haben, naja, aber wir können das jetzt ja alles nicht so nachmachen, auch nicht in diesem Semester, weil bei uns haben die Studierenden sich ja bewusst für ein Präsenzstudium Ja, entschieden. genau. Ja. Und dann sagt man sich, ja, also bestimmt, aber haben wir denn jetzt die Wahl? Nein, haben wir nicht. Also Ja. müssen wir mal sehen, wie wir irgendwie klarkommen. Und ja, also in diesem Sinne, es gibt, glaube ich, auch tatsächlich noch mehr Unis, die man vielleicht auch nicht so auf dem Tick hat. Also wir haben im letzten Jahr mal eine Kooperation angestrebt mit der Uni in Tomsk. TUSUR heißt sie, kann man irgendwie nach googeln, was das heißt, irgendwie Tomsk University of irgendwas. Und die sitzen halt mitten in Sibirien. Und die haben halt auch, also ich weiß nicht, sowas wie die Hälfte ihrer Studierenden sind halt auch Distance-Learning-Studierende, Ja. einfach weil denen das Land so groß und so weit ist. Logistisch, ja. Und die machen das auch schon seit im Prinzip Jahrzehnten, ne, dass die halt natürlich per Post und per Fernsehen und mittlerweile eben auch viel per Internet, dass da Leute ganz selbstverständlich auf Distanz studieren. Und Ja. das ja, funktioniert Ja. eben auch irgendwie. Hier geht es jetzt weiter mit sie entwickeln, also die Lehrenden. Genau, die Lehrenden entwickeln adaptive Lernpfade, schaffen Freiräume und begleiten kollaborative Lernprozesse. Bam! Kollaboration direkt mal ins Phrasenschwein. Also diese adaptiven Lernpfade geht ja sehr mit in die These 3. Ich habe irgendwie ein System, das schlägt mir was vor, dann kann ich das anpassen, dann kann ich vielleicht, weil ich es doch nicht verstanden habe, nochmal in ein leichteres Video. Das wären für mich jetzt so adaptive Lernpfade, die dann irgendwie doch bei der Kompetenz rauskommen am Ende. Das denke ich, ja. Schaffen Freiräume, das ist, finde ich, auch krass von der Aussage, weil noch niemand hat sich mal, oder zumindest nicht auf meiner Landkarte, dafür stark gemacht, dass Lehrende sich dafür, wenn ich es richtig lese, Zeit oder sich dafür einsetzen, mir als Lernender Freiräume zu schaffen, damit ich besser lernen kann. Also dieses, ey, wie geht's euch und ist bei euch alles klar? Das wird nur gefragt, wenn die einzelne Dozentin oder der einzelne Professor mich das fragt und nicht, wenn das irgendwie das Selbstbild, es steht vielleicht in manchen Selbstbildern, aber vielleicht interpretiere ich da jetzt zu viel rein, aber das finde ich sehr, ein positives Menschenbild oder ein Lernbild, sozusagen. Ja. Ja, also das ist zumindest auch ja so ein, wir packen nicht immer noch was drauf und noch was drauf und noch was drauf, sondern auch das da unten mit den gesellschaftlichen relevanten Themen, also dass man halt eben ab und zu mal nachfragt oder hinterfragt, ist das denn aktuell noch relevant, über was wir uns unterhalten oder hat sich das eigentlich mittlerweile schon überholt oder gäbe es nicht sozusagen andere, größere, relevantere Themen, jetzt meinetwegen in auch Richtung Nachhaltigkeit, Klimaschutz und so weiter und so fort, die man irgendwo mit in der Lehre verankern kann, je nachdem, wie gut das dann oder schlecht das dann auch wieder geht. Und ich meine jetzt, da haben wir uns vor allem, ich meine, der Hintergrund ist jetzt hier nicht umsonst ein elektronischer Schaltkreis gewählt, aber es gibt ja durchaus auch andere Fakultäten und man muss jetzt nicht Philosophie studieren, um sich mal über gesellschaftliche Zwänge und Nöten und Gerechtigkeit, also es gibt ja viele intangible Begriffe, die man eben nicht anfassen kann und die nicht so greifbar sind. Und ich glaube, spätestens da ist das wichtig. Ich würde sogar so weit gehen, dass auch der Elektrotechniker sich mal in der Vorlesung setzen kann, wo über politische Bildungsgerechtigkeit gesprochen wird. Mal einfach viele Adjektive aneinander. Weil ich meine, die Universität war ja mal dieses allgemeine und sehr breite. Also ich interpretiere das jetzt gerade rein, deswegen mit den Themen bin ich auch sehr gut. Ja, also zum Beispiel eben wie diese Ringvorlesung, die es da gab, die irgendwie sich um Gender Studies drehte. Ja. Und da ist dann halt aber wieder genau der Punkt. Also das ist aus Sicht einer angehenden Ingenieurin, eines angehenden Ingenieurs total wichtig und spannend, da jetzt nicht in die Tiefe reinzugehen natürlich, aber zumindest mal irgendwie so einen Überblick zu haben oder mal so einen Einstieg oder überhaupt so ein Bewusstsein dafür, dass das halt ein Problem sein kann und sein könnte, ja. So, und dann ist aber eben das Problem, normales Elektrotechnik-Ingenieurstudium, gerade im Grundstudium, im Bachelor, ist halt pickepacke voll. Ja. Also da gibt es kein einziges CP noch irgendwo, was über ist, wo man sagen könnte, also und ein CP-Module sind natürlich sowieso überhaupt gar nicht möglich. Auch keine Eins nehmen. Also.
Und da fehlen halt einfach die Freiräume. Und also zum Beispiel die Informatiker, glaube ich, bei uns haben das halt ganz gut geschafft, bei der Umstellung von Diplom auf Bachelor und Master genau mal solche Freiräume zu schaffen. Ja. Also vermutlich auch, weil der kleinste gemeinsame Nenner, was halt ein Informatiker können sollte oder eine Informatikerin nach irgendwie seinem Bachelorstudium relativ gering ist. Ja, und man deshalb irgendwie so sehr viel auch so Schlüsselkompetenzen, Sachen an das Studium reingebaut hat. Und ich meine, mittlerweile sagt man, oh, jetzt haben wir halt ganz viele Leute, die können super präsentieren, die haben super Zeitmanagement, die können super Projekte machen und so. Ja. Wär halt nicht schlecht, wenn die auch mal noch ein bisschen programmieren könnten. Ja, also, aber, Ja. also, da muss es natürlich eine Balance geben, aber also. In unserem Fachbereich würde ich halt definitiv sagen, dass es da eben leider kaum Freiräume gibt und dass deswegen eben die studentische Motivation, da mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, doch relativ gering ist. Also Ja, vor zumindest allem, das sind ja auch keine Freiräume. Also wenn ich mir selber nochmal irgendwie was am Wochenende oder im Extrakurs oder natürlich muss es dafür Credits geben. Also wir haben auch so eine Art Studium Plus in der Universität Potsdam. Das ist aber für mich im Masterstudium fast nicht. Also ich habe im ersten Semester mal aus Spaß noch was gemacht, konnte dann aber noch nicht mal einen Bestanden mir reinsetzen, weil es halt einfach so gar nicht im Curriculum auftaucht. Und es war jetzt auch nichts, was total ganz absurdes. Aber es ist nicht vorgesehen, dich dann irgendwie durch alle Distanzen zu boxen, da macht man sich ja auch nicht besonders beliebt. Also ich finde die Freiräume sehr gut. Ich würde sagen, wir erhöhen ein bisschen so die anderen sind noch nicht ganz ja, weiß nicht, gelangt. ich hätte gesagt, weiß nicht, wenn nicht, wir können ja das beim nächsten Mal einfach fortführen. Können wir Also, auch machen. Wäre ich weil das sehr machen wir, dafür. ich Also, meine, wir haben jetzt ja. sozusagen vier abgearbeitet, dann Ja. machen wir beim nächsten Mal sozusagen den Rest des Hagener Total gerne. Manifests. Ja, dann habe ich es mir vielleicht auch nochmal im Detail durchgelesen und dann können wir an der einen oder anderen Stelle nochmal einsetzen, weil ich glaube, es ist sehr, also mein Zwischenfazit ist, dass mir das mit den Freiräumen und Moderne gefällt mir am ehesten, am besten auf der Makroebene. Es ist sehr, sehr dicht geschrieben, so wie es eigentlich sein sollte. Und ich glaube, da kann man sich an einzelnen Sätzen tatsächlich gut abarbeiten. Und andere, die eben jetzt auch ein Leitbild, Lehre und was nicht alles entwickeln, könnten es ja als eine große Präambel nehmen. Das ist diese berühmte Kollaboration, über die man immer spricht. Definitiv. Ja, bezüglich Kollaboration, mir hat es wieder einen Heidenspaß gemacht, insbesondere weil man sich nicht so gut vorbereiten muss, weil man sich nur die Bälle zuspielt. Normalerweise, also ein Witz für so ein Video, schreibe ich gerne mal 5 Seiten Text, das ist gar kein Problem. Aber für so einen lockeren Wit-Podcast-Stream muss man das nicht machen. Und es ist eben auch mal ein bisschen interaktiver. Ich habe gesehen, kurz hat ein User vorhin reingeguckt, der Community Show Ace hieß. Ich weiß nicht, ob das vom HFD ist. Werde auf jeden Fall später mal in die Aufnahmen reingucken. Ja, Matthias, es war wieder ein Fest. Die Zeit geht immer sehr schnell rum, wenn man überlegt, dass wir jetzt irgendwie auch so die 90 Minuten Vorlesung ohne Pause einfach durchgezogen haben. So wie das eben ist. Ja, sehr schön. Wir werden uns im Anschluss über einen neuen Termin austauschen und ihn rechtzeitig Sehr kommunizieren. gerne, sehr gerne. Wahrscheinlich wieder Dienstag. Ja, cool. Dann machen wir an der Stelle hier offiziell Schluss. Wir skypen noch einen Moment Richtig. weiter und bis zum nächsten Mal.